Hallöchen, meine Lieben. Ich habe wieder geheult. Ich habe etwas gekauft. Ich zeige euch jetzt einfach alles, ja, weil sonst nicht drum rumreden, einfach zeigen. So, ich habe im Kleiderkreisel, fangen wir erstmal damit an, habe ich mir wieder ein Bad Head Produkt erstanden, und zwar das Bad Head TG Control Freak. Das ist mit Hitzeschutz sogar und ist Anti-Frizz, und das macht man sich vorher in den Haaren, bevor man halt die Haare föhnt oder wie auch immer oder stylt, und ich finde das halt sehr gut. Das ist halt im Moment auch noch bei mir in Benutzung, also ein anderes. Das hier wird jetzt mein Backup sein. Ich liebe ja TG Produkte, vor allen Dingen für Locken und Anti-Frizz. Sehr gut. Dann habe ich ein paar Proben dazu gelegt bekommen. Fit Me Make-up, Lancôme, dann wieder meine heißgeliebte Body Butter von Rituals. Habe ich übrigens auch was von gekauft. Und ja, irgendwas anderes. So, und dann habe ich eine, das war von ihr auch, genau, habe ich von einer lieben Kreislerin, die macht die wohl selber, habe ich Ohrringe geschenkt gekriegt, total süß. Ich grüße dich hiermit. Sie hat mich auch mal gefragt, ob ich sie mal grüßen könnte. Ja, für sowas, so süße Ohrringe, grüße ich dich natürlich. Total niedlich, schaut mal. Und voll süß, dass sie sowas selber macht. Ich kann euch ja mal ihren Kleiderkreiselkatalog in der Infobox verlinken, weil ich glaube, sie verkauft die dort. Voll süß. So, dann habe ich getauscht eine Neutrogena Visibly Clear Correct and Perfect CC Cream in Hell. Hier steht drauf, deckt Pickel und Unreinheiten sofort ab und hilft, diese zu korrigieren. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ich habe sie nämlich auch noch... Oh, man muss sie so aufmachen. Ich habe sie auch jetzt noch nicht ausprobiert oder sowas, wie deckend oder so sie ist. Wo sieht die aus? Die soll echt abdecken. Da bin ich aber mal gespannt. Vielleicht mit Schichten oder so. Ich weiß nicht, wie die bitte Pickel abdecken soll. Ja, aber zum Tauschen, zum Ausprobieren ist die ja mal ganz gut, aber man sieht jedes einzelne Härchen. Ob man das so will, schauen wir mal. So, dann habe ich hier ein paar Sachen gekauft. Fangen wir an mit einer gemischten Tüte von Müller. Ich war nicht bei Müller, ich war bei Douglas, ich war bei TK Maxx. Ja, das war's. Zeigen wir mal. Genau, und ich habe auch wieder was online bestellt, und zwar... ich hatte, genau, die Kerze davon ist mich noch unterwegs, weil ich hatte ja noch einen Amazon-Geschenkgutschein. Und da habe ich, weil letztens bei Pieper habe ich diese Kerze gerochen und ich konnte mich nicht entscheiden. Da habe ich mich aber für Jelly Beans entschieden, weil ich gedacht habe, komm, dann hole ich mir diese hier noch, sag schon, bei Amazon, weil ich noch einen Amazon-Gutschein hatte. So. Und Leute, ich sag euch, dieser Duft ist fantastisch. Ich habe mir davon halt auch Tarts bestellt. Die Tarts sind schon gekommen, aber die Kerze kommt, glaube ich, aus England und deswegen dauert das ein bisschen. Und zwar ist das Autumn Night. Das ist halt ein Herbstduft und oh, das riecht so gut. Das riecht so nach Männer-Duschgel, Männer-Aftershave mit so Baum und total schön. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, drei Tarts habe ich mir davon gekauft. Wird auf jeden Fall brennen bei mir. Und ich schreibe euch natürlich hier unten hin, was Yankee Candle zu diesem Duft sagt. Dann habe ich noch ein Tat, und zwar habe ich in der Facebook-Gruppe gelesen, dass es angeblich nach Zuckerwatte riechen soll. Und Zuckerwatte ist ja für mich so Cotton Candy, weil da kommt man ja so selten ran oder so schwierig dran. Und angeblich soll Cranberry Pear sollte nach Zuckerwatte riechen, original nach Zuckerwatte, finde ich null. Das riecht einfach nur nach Shisha. Aber nach, oh Gott, das riecht so toll. Ja, also... das habe ich mir dann bei eBay bestellt für 1,99 ohne Versand. Also 1,99, voll geil. Und ich finde den Duft total toll, weil er erinnert mich total an Shisha-Bar. Aber überhaupt nicht nach Zuckerwatte. Muss ich leider fehlen. Ja. Wieder ein Tart. Dann war ich bei TK Maxx natürlich, und weil letztens bei einer meiner letzten Hauls, aber auch TK Maxx bei, da habe ich dann auch Yankee Candles gezeigt, und da hat mir eine Zuschauerin von mir gesagt, wegen dir habe ich mir auch, war ich auch nach der Arbeit bei TK Maxx, ich grüße dich, du weißt wahrscheinlich, wer gemeint ist, und habe ich mir auch Yankee Candles gekauft. Ich so, welche hast du denn? Meinte ja Pink Hibiscus und Fluffy Towels. Und ich so, was? Pink Hibiscus hatte ich nicht. Ja, bin ich gerade eben ja noch mal in der Stadt gewesen, aber nur zufällig. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du nochmal nach TK Maxx. Und es gab Pink Hibiscus. Gab es. Ja, dann habe ich mir den natürlich für 17,99 gekauft.
Wenn man denkt, die kosten normalerweise fast 30, also mein lieber Schwan. So, dann genau, war ich bei Müller und da habe ich mir diese beiden hier geholt. Das war nämlich von 11,95 reduziert auf, warum steht das hier nicht? Ja, von 11,95 hat es reduziert auf 6 Euro beim Angebot. Das ist dieser, die hat ja eine neue Verpackung, ne, Frisees. In Lila finde ich es irgendwie sehr hässlich, aber gut, die haben halt die Verpackung geändert. Auf jeden Fall ist das der Primer, den ich total gerne in meinen Haaren reintue, wenn ich mir die gewaschen habe, bis zum nächsten Morgen. Der war halt auf 6 Euro reduziert und dann habe ich noch den 10%-Coupon und dann haben halt eins nur 5,40 € gekostet. Ne? Und dafür habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Ich war eigentlich da, weil die hatten meine BB-Reinigungstücher im Angebot. Wenn man zwei Stück gekauft hat, hat man das dritte umsonst gekriegt, aber es gab keine blauen mehr. Schön, ne? Naja. So. Dann war ich, wie gesagt, bei Douglas, weil ich hatte noch einen Douglas-Gutschein von meinem Geburtstag noch übrig und ich war halt total scharf auf diesen, wie heißen die? Cream Color Base. Genau, von MAC. So, weil die Yamina 1407, 1408, ist ja egal. Die benutze ich immer und ich bin total, ja. Ich liebe es. Auf jeden Fall habe ich eine Alien-Probe gekriegt. Voll cool. Alien geht immer. Das ist ja eins meiner Lieblingsdüfte. Deswegen sehr cool. Mal eine vernünftige Probe. Dann halt, wie gesagt, die Cream Color Base. Die kostet 22 Euro. Sieht so aus. Ich habe die Farbe Hush. Ist das jetzt richtig rum? Ja. Hush, Hush. Ich weiß gar nicht, ob Jamina Hush hat. Aber ich habe mir auftragen lassen. Die hat mir das hier am Kinn aufgetragen. Am Kinn finde ich es nicht so schön. Obwohl, ich habe so ein komisches Kinn. Die hat mir das auf die Nasenspitze aufgetragen, am Lippenherz, aber das ist schon wieder weg. Und hier hat sie es mir aufgetragen und sie meinte halt, das wäre für meinen warmen Typ am besten. Ich habe mir die anderen angeschaut und ich fand den halt auch. Das wäre auch der Ton gewesen, den ich mir ausgesucht hätte. Und so. In meiner Filiale kann man übrigens kein Back-to-Mac machen. Ich habe gefragt, voll doof, naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, Hush und die Farbe wunderschön. Ist so. Und wie gesagt, ich will ihn jetzt nicht swatchen, weil ich möchte halt erst noch Fotos für Instagram machen. Aber ihr seht ihn ja aufgetragen auf meinen Wangen. Schön, oder? Hat halt keinen groben Glitzer, der ist perfekt. Und sie meinte halt so, ob ich Soft and Gentle habe. Ich so, ja. Und dann meinte sie, perfekt, weil dann kannst du nämlich den drauf tun und dann halt Soft and Gentle drüber. Wir können das ja einfach mal machen. Weil er meinte, hast du den ultimativen Glow. Ich muss gleich unbedingt duschen. Ich habe mich gleich noch eingeladen. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt endlich die Cream Color Base in Farbe Hush. Ich glaube, das war sogar die Farbe, die Janina hat. Jamina? Die heißt Yamina, ne? Genau. Naja, und dann gab es für Douglas Kunden, gab es halt ein Angebot von den Ritual-Schäumen. Und zwar, wenn du ab zwei Schäume nimmst oder zwei Produkte, bekommst du pro Schaum 2 € Rabatt. Und dann habe ich, anstatt 8,50 € habe ich 6,50 € bezahlt. Die sind teurer geworden, die haben mal 8 € gekostet, oder? Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall habe ich mir zwei Duftschäume genommen, die ich noch nicht hatte. Und zwar ist es einmal The Ritual of Tao. Riecht voll gut. Da habe ich ja schon mal das Deo von gehabt und finde ich sehr gut, die Geruchsrichtung. Und den hier kannte ich noch nicht. Das ist The Black One, ne, und das heißt Samurai Yuzu Shower. Das sieht so aus. Ich, armes Kind, habe ja nichts zum Duschen. Und dann war ich bei Rossmann, weil ich brauchte nämlich eine neue Mascara. Und ihr seht, ne? War eine ziemlich teure Mascara. Und dann, als ich dann bei Rossmann war, habe ich dann gemerkt, was ich dann noch alles so mitnehmen könnte. Ist oft so, ne? Verrückt. So. Genau, meine erste Mascara. Es ist nämlich nicht nur eine Mascara geworden. Ich muss da ganz kurz mein Handy gucken, weil ich werde mich gleich abgeholt, damit ich das alles so hinkriege. Oh, Manus Welt hat gerade ein Video hochgeladen. Wunderwanderbox. Ich finde die Wunderwanderbox-Videos super. Kennt ihr die? Boah, ich muss euch einfach eins in der Infobox verlinken. Weil da hat irgendeine so eine Wunderwanderbox gestartet und es geht gerade voll rum und ich kenne diese Manus Welt halt noch nicht, aber das ist halt. Ich habe die halt abonniert, weil die halt mitmacht. Und das sind voll die coole Idee. Ihr müsst das Video gucken dazu. Ja, vielleicht habe ich auch Glück und komme auch mal dran. Nee. Auf jeden Fall, ich wollte eine neue Mascara und es sind drei geworden.
Also einmal auch meine, natürlich meine Essence Fall Slash Dings da, Princess Mascara, aber ich wollte halt noch zwei andere testen. Eine von einer Vista und die hier hat mir die liebe Christina gleich bei Instagram oder so, oder nee, die hat mir glaube ich eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hat gesagt, die musst du ausprobieren. Und zwar ist es Falsies Push-Up Drama Mascara von Maybelline Jade. Ich kann euch nicht sagen, was die gekostet hat. Doch, die ist ein Kassenbon. Push. Ja, die hat jetzt dann nur noch 6,26 € gekostet. Also ich denke mal, dass sie irgendwas von 9,50 € oder sowas kostet. Und ich hatte dann halt diese 30% und natürlich meinen 10%-Coupon habe ich natürlich hinterher noch abgegeben. Die Bürste finde ich ganz cool. Ist zwar ein so ein flexibles Gummibürstchen, weil ich nicht so mag. Aber ich habe sie schon einmal benutzt, deswegen lag sie auch schon hier. Nicht heute, aber ich habe sie schon mal benutzt und ich fand die erstaunlich gut. Also das Bürstchen sieht übrigens so aus. Ja. Gott sei Dank eine vernünftige. So, dann habe ich Einwegrasierer gekauft. Direkt zwei Packungen. Ich bin ja. Weil im Moment, ich habe diesen Wilkinson. Wie heißt der? Wilkinson. Schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr. Rasierer und es war gut, aber ich habe das Gefühl, der wird voll schnell stumpf. Boah, Leute, ich bin so ölen. Ja, und dann habe ich halt gedacht, komm, nimm mal einfach Einwegrasierer mit, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Und dann dachte ich mir, komm, nimm Einwegrasierer. So, immer dieses Wort. Ja, und da habe ich diese von Isana genommen, mit drei Klingen und Schwingkopf. So sehen die aus. Und was kosten die denn? 2,99 €. Dann habe ich die von Wilkinson Sword Extreme 3 Beauty, habe ich mir geholt. Da ist nämlich 4 und 2 Stück gratis. Und die sahen ganz schick aus. Die sehen, das sind so hier. Die haben allerdings 4,35 € gekostet. Aber gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Ach genau, ich habe hier auch nochmal zum Thema Yankee Candles. Ich habe nämlich vor kurzem, ihr habt ja wahrscheinlich einen meiner letzten Hauls, habt ihr wahrscheinlich gesehen, da habe ich ja die Dreamy Summer Nights Yankee Candle Kerze in die Kamera gehalten. Und ich habe mir halt auch Tarts dazu bestellt und die sind jetzt erst gestern angekommen. Und zwar 10 Stück auf einmal, weil die waren dann im Set günstiger, weil die haben dann auch bei Amazon, haben anstatt 2,19 € oder 2,29 €, was sie mittlerweile kosten, hat man dann halt 10 Stück für 13 € bekommen. Also 1,30 € das Stück. Gut, da kam dann nochmal 2,99 € Versand drauf, aber immerhin halt günstiger. Und man kommt halt an Dreamy Summer Night ganz schwer noch dran, weil die. Es war, glaube ich, eine Limited Edition. Kann das sein? Ja. Auf jeden Fall ist es auch so ein herber, dunkler, frische Wäscheduft. Wirklich sehr schön. Ich verlinke euch natürlich den Link meiner Infobox mit diesem 10er-Set. Und wie gesagt, ich habe dann 10 Stück davon. Ja, mit Düften kann ich. Ich kann jetzt funkeln bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ja, ich habe Cillit Bang gekauft, diesen Aktivschaum für die Badewanne und so weiter. Ja, das könnt ihr nämlich einsprühen und kann man dann direkt wohl nach ein paar Minuten abbrausen, aber ich gehe da trotzdem noch mit einem Schrubber drüber. Das hat, glaube ich, 2,99 € gekostet, weil es im Angebot war. Aber ich glaube, die ist furchtbar schnell leer, geht die, glaube ich. Ich hatte die schon mal. 2,49 € war das. Okay, das geht dann ja. So. Ja, genau, hier sind die anderen alle, weil wie gesagt 10 Stück. Ich habe ja einen leichten Spleen. So, dann kommt die andere Mascara. Oh, okay, ich habe sogar, glaube ich, vier Mascaras sogar gekauft. Ja, okay. Auf jeden Fall eine von Astor, und zwar die Volume and 24-Hour Curl Lash Beautifier Mascara. So sieht die aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Miss Manga Mascara. Aber ich fand das Bürstchen sehr interessant. Das ist so gebogen. Hat kein Gummibürstchen. Ja. Gespannt, ne, bin ich da drauf. Astor. Ja, 5,49 € hat die dann nur noch gekostet. Mit dem Rabattgedöns. Dann diese hier. Und zwar ist das die Maybelline The Colossal Volume Express Mascara Cat Eyes. Die habe ich ja schon mal hier. Und wollte die unbedingt, weil die ist schon leicht eingetrocknet. Ich wollte die unbedingt neu haben und die ist auch gebogen. Ja. Und die hat dann gekostet 6,96 €. Soll ich wieder erstmal genug Mascaras? Aber irgendwo ist noch eine. Genau, meine Lash Princess Dupdididoo Mascara. Was hatten die dann gekostet?
2,27. Geht. 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 Haut ab. Macht da das Land hier Wind. Naja, auf jeden Fall mir zweimal. Warum gehen die nicht? Ich glaube, sie gehen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt zweimal Elnett gekauft, mein Haarspray. Einmal das Gelbe, was man schon von mir kennt. Die haben beide 3,33 Euro gekostet. Ich glaube, bei dem sind die günstiger. Ich glaube, da kosten die 2,95 Euro. Aber egal. Und einmal das Mikrolichtreflexion für intensiven Glanz. Joho. Dann gab es Frisbees Produkte, weil, wie gesagt, haben die jetzt umgestiegen auf die lilane Verpackung. Und dann müssen die natürlich diese alte Verpackung noch raushauen. Ne? Und dann gab es die Produkte für 3,45 Euro im Angebot. Und dann habe ich mir, Moment, zweimal, oder? Nein, oder? Ja. Einmal das Traumlocken geholt und zweimal meinen super tollen Traumlocken, ja, Styling-Schaum. Der ist super. Habe ich auch schon ganz oft aufgebraucht. So, dann durfte auch wieder eine Haarkur mit, und zwar von Isana, die Oil Care Haarkur. Da habe ich zweimal mitgenommen. Die ist super. Die hat gekostet, 1,49 kostet die. Ist eine super Haarkur. Kaugummis natürlich, da müssen immer mit. Wir haben Kaugummi-Suchti. Ich habe zweimal Intensivpflege Spülungen mitgenommen, weil ich Spülungen brauchte. Ich habe ja noch andere Haarshampoos, die wollte ich nämlich jetzt mal aufbrauchen, bevor ich nämlich Frizz-Ease weiter benutze, obwohl ich benutze im Moment Frizz-Ease. Aber wenn die leer ist, mache ich erstmal so ein paar andere leer und dann brauche ich halt irgendwelche Spülungen. Und die letzten drei Produkte ist ein und dasselbe Produkt, das war nämlich im Angebot für sage und schreibe 1,99, soweit ich mich nicht irre. Gucken wir mal, Glisskur. Genau, 1,95 hat eins gekostet und die kostet normalerweise 3,95 und das sind diese Glanztonics hier. Machen wir wohl noch richtig rum. So, diese Glanztonic, ich mag es total gerne, so meine Haare mit einem Glanz zu hüllen und das schafft das sehr gut. Joho. Tada! So, das war mein Haul. Ich wollte eigentlich tatsächlich nur einen Rossmann-Haul hochladen, so nach dem Motto, ich brauchte nur eine Mascara und dann wurde es tatsächlich 64 Euro. Aber nein, ist dann doch ein bisschen was drumherum noch passiert, ne? Ihr kennt mich. Jenny, Kaufsucht, Jenny. Nee, Kaufsucht, Jenny. Was auch immer. Ja, wie gesagt, ich habe ja voll den Pickel. Ich habe ja gerne immer Vorrat zu Hause und mit den Yankee Candles ist halt wirklich ein Sammlerherz in mir aufgegangen. Ja. Gut, gut. Ich würde sagen, ich räume das jetzt wieder weg. Das hört ihr immer, ne? Ich weiß. Ich räume das jetzt weg und dann kann ich hier wieder treten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr mich weiterhin sehen wollt, ne, dann abonniert mich doch. Ihr kennt das Gelaber. Ich gehe mich jetzt duschen, mich abschminken, mich wieder neu schminken, mich anziehen und so weiter und so fort. Der ganze Palaver fängt wieder von vorne an. Jo. Bis dann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Mua. Tschüss.